Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Heute geht es um ein Add-in, das sich meine Vorlagen nennt, das aber eigentlich eine Art Textbausteinverwaltung ist. Das heißt, dir hilft, deine E-Mails schneller zu schreiben. Ob es bei dir zur Verfügung steht, siehst du sofort, wenn du eine neue E-Mail erstellst, hier hinten im Menüband meine Vorlagen, Vorlagen anzeigen. Wenn du da das erste Mal draufklickst, dann kommt ein etwas nichtssagender Text und wenn du dann auf Weiter klickst, dann sieht es so aus wie bei mir hier. Du hast dann so ein paar vorgegebene Texte, die man entweder löschen kann oder auch bearbeiten kann. Und du siehst, die haben immer einen Titel und einen Text. In dem Fall ist der gleich, aber der kann zum Beispiel, so wie du es hier siehst, auch unterschiedlich sein und der kann auch ein bisschen länger sein. Und wenn du jetzt diesen Text hier einfügen möchtest, dann kannst du einfach so einen Textbaustein, wie ich es nennen würde, anklicken und damit wird der Text hier eingefügt. Wenn du dir selber einen anlegen willst, klickst du auf Vorlagen, gibst einen Titel ein und dann einen Text und diesen Text speicherst du und durch Anklicken kannst du den jetzt auch hier in deine E-Mail mit einfügen. Und das Coole ist, dass die Datenbasis in der Desktop- und in der Web-App für dieses Add-in gleich ist. Ich schließe mal die E-Mail und wechsle mal in die Web-App. Wenn du schon mal hier auf dem Kanal warst, dann hast du vielleicht schon gesehen, ich mache das gerne über das Menü Datei, Informationen und dann hier diesen Link Zugriff auf das Konto im Web und dann lande ich in der Web-App. Und wenn ich in der Web-App jetzt eine neue Nachricht erstelle, dann hat diese neue Nachricht auch hier über das Drei-Punkte-Menü meine Vorlagen und die sind identisch zu denen, die ich gerade in der Desktop-App hatte. Das heißt also, ich kann jetzt einfach hier anklicken und dann wird der Text in eine E-Mail auch in der Web-App eingefügt. Wenn dir dieser Tipp gefällt, dann hinterlass mir doch gerne einen Daumen hoch und wenn du mehr solche Videos schauen willst, schau dich mal auf dem Kanal um oder am besten du abonnierst ihn gleich. Wenn du Fragen hast, schreib die unten in die Kommentare. Ich beantworte die immer gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.